Ja, was ist denn absurd heutzutage? Und was ist noch normal? Heutzutage sind wohl bereits viele Dinge normal, die eigentlich absurd sind. Wie beispielsweise, dass sich Abgeordnete unserer Bananenrepublik verkaufen. Nun, in einer Bundesrepublik wäre das absurd, aber wir leben wohl in einer Bananenrepublik. Und was auch ganz witzig ist, ein Beispiel. Ein paar Leute basteln einen handgefertigten Luxusschlitten. Das Ding ist sehr viel wert und kostet natürlich auch dementsprechend. Sie bauen es und verkaufen es. Nun, von dem Verkauf zahlen sie natürlich direkte und indirekte Steuern, wie beispielsweise die Märchensteuer. Nun haben die Bastler vielleicht auch noch einen Kredit am Laufen gehabt, um das Fahrzeug bauen zu können. Hier müssen sie das Geld natürlich zurückzahlen und die Zinsen dafür aufbringen. Und wie wir alle wissen, ist unsere Bananenrepublik bei privaten Banken hoch verschuldet und muss ebenso Zinsen zahlen. Nun ratet mal, wo das Geld für die Zinsen herkommt. Richtig, von euch Steuerzahlern. Unter anderem auch von unseren Bastlern. Wie wir sehen, zahlen sie so und so in jedem Fall Zinsen, wenn auch nur indirekt. Nun, wer aber kauft den Luxusschlitten? Da hätten wir den Superreichen. Man stelle sich vor, er lebt von den Zinsen auf sein Reichtum. Und ich meine wohlgemerkt nicht den kleinen Sparer, seien es auch 100.000 Euro auf dem Sparkonto. Nein, ich meine den, der so viel Zins kriegt, dass er sich einmal im Jahr ein solches handgefertigtes Luxusfahrzeug leisten kann. Das könnte man auch Geld ohne Leistung nennen. Hatte sich da nicht ein gewisser Guido neulich bei einer spätrömischen Dekadenz aufgeregt? Leute, die nichts arbeiten, beziehungsweise Leute, die Geld erhalten, sollten auch mal etwas dafür tun. Kommen die Zinsen schließlich nicht auch zu einem großen Teil vom Staat und somit von uns allen? Nun aber zu unserem Beispiel. Die Bastler zahlen die Zinsen und bauen ein Fahrzeug. Der Superreiche kauft das Fahrzeug mit den Zinsen, die er teilweise indirekt von den Bastlern gekriegt hat. Nun geht der Superreiche in ein teures Restaurant und lässt sich bedienen. Die Angestellten dort, ihr ahnt es bestimmt, zahlen auch Zinsen. Nun bedienen sie den Reichen und der Reiche zahlt mit den Zinsen. Die Zinsen, die teilweise von den Bediensteten selbst herkommen. Und das könnte man jetzt immer so weiterspinnen. Ein interessanter Kreislauf, meint ihr nicht auch? Es werden Werte geschaffen und am Ende werden sie doch verschenkt.